nenne es mal so. Wir haben in der Öffentlichkeit eine sehr breite Diskussion über diese Themen gehabt. Wir haben auch gehört, wir werden jetzt das Hormonfleisch, Rindfleisch aus den USA bekommen. Das werden wir nicht bekommen. Genetisch modifizierte Organismen, Dito. Wie gesagt, Verhandlungen werden geführt, um für beide Seiten das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Eine klassische Win-Win-Situation. Ja, das ist immer das Ziel. Wir haben einige Bereiche, von denen wir von vornherein gesagt haben, dass wir sie ausklammern, beziehungsweise dass sie für uns sogenannte rote Linien darstellen, die nicht verhandelbar sind. Und das sind nun mal unsere Umwelt-, Gesundheit- und Lebensmittelstandards. Dabei bleibt es, und wenn Sie zum Beispiel sich auch angucken, jetzt diese Debatte um den sogenannten Gen-Mais gestern, zeigt das, dass unsere Verfahren, unsere europäische Lebensmittelsicherheitsbehörde, die diese Dinge überprüft, dafür sorgt, dass unsere europäischen Standards weiterhin eingehalten werden. Aber vielleicht noch mal ein bisschen was zu den Wachstumseffekten. Man muss natürlich auch ein bisschen angucken, wie die europäischen Volkswirtschaften aussehen derzeit. Zunächst einmal haben wir doch eine relativ heftige Wirtschafts- und Finanzkrise hinter uns. Und die Steuergelder wurden massivst benutzt, um die Situation halbwegs wieder in den Grund zu bekommen. Mit diesem Freihandelsabkommen haben wir die Chance, die einmalige Chance, Wachstumseffekte zu erzielen, ohne dass ihnen in die Geldbeutel gegriffen wird. Vielen Dank. Ich habe jetzt zwei heute mit dem Video oder allein. Vielen Dank. Ich wollte Ihnen zwei Beispiele dafür geben, dass Sie vielleicht doch der Kommission in dem Punkt mehr Glauben schenken können, dass sie wirklich die Märkte nicht öffnen möchte für GMOs und Hormonfleisch. Die EU ist schon mehrmals verklagt worden vor der WTO vom Streitschlichtungsverfahren gegen die Marktzugangsbarrieren bei GMOs, hat verloren und sie hat jedes Mal nicht den Markt geöffnet. Die EU ist stark genug, auch dieses Mal in den Verhandlungen nicht einzuknicken. Das zweite Beispiel ist Hormonfleisch. Auch da ist die EU mehrmals schon verklagt worden, hat auch mit den USA verhandelt schon darüber. Und sie ist stark geblieben und hat den Markt nicht geöffnet für Hormonfleisch. Der Kompromiss, den sie mit den USA eingegangen ist, ist die Quote für Nicht-Hormonfleisch anzuheben, also nicht-hormonbehandeltes Rindfleisch. Und ich denke, das ist ganz fair, wenn wir Protektionismus hier haben, der eben nicht gesundheitsbegründet ist, dann kann man darin dann eben schon Zugeständnisse machen. Und so ein Kompromiss kann ich mir auch vorstellen, also Hormonfleisch weiterhin nicht importieren, aber die Quote für nicht-hormonbehandeltes Fleisch eben erhöhen. Dann wollte ich Ihnen noch auf Ihre Frage antworten, was hat das mit der gegenseitigen Anerkennung, ist das nicht im Widerspruch, kann das denn überhaupt funktionieren? Da wollte ich Ihnen ganz gerne zwei Beispiele für nennen. Um hier auf dem amerikanischen Markt ein Auto zuzulassen, muss man zum einen einen bestimmten Crashtest durchführen, wo genau festgeschrieben ist, mit wie viel km/h, also mit welcher Geschwindigkeit, in welchem Winkel ein Auto eben auf die Wand fahren muss. Es ist auch festgeschrieben, wie der Blinker blinken muss, welche Farbe er haben muss, wie der Sicherheitsgurt angebracht ist und der Spiegel und so weiter. In den USA gibt es das auch, aber das unterscheidet sich deutlich von unseren technischen Standards. Wir würden aber sagen, auf beiden Seiten ist die Sicherheit der Fahrer durchaus gewährleistet. Und hier gibt es keinen Grund dafür, warum wir nicht den anderen Standard anerkennen können. Das andere Beispiel ist von einem kleinen mittelständischen Unternehmen, das Sportartikel herstellt. Die haben Schlittschuhe produziert und wollten mit diesen Schlittschuhen, die sie hier auf den Markt bringen, auch auf dem amerikanischen Markt diese Schlittschuhe verkaufen. Und sie erfüllen hier die sogenannten DIN-Standards und in den USA müssen sie einen anderen Standard erfüllen, obwohl ich mal sagen würde, dass unsere Füße sich von denen der Amerikaner wahrscheinlich nicht so sonderlich unterscheiden. Die Zulassung von diesen Schlittschuhen dort
kostet aber so viel Geld, dass sich diese Unternehmerin es nicht leisten kann, eben auch den amerikanischen Markt zu bedienen. Wenn man hier diese Standards gegenseitig anerkennen würde, also wir akzeptieren eure Schlittschuhstandards und wir uns, also gegenseitig eben, dann könnte man dann die Kosten sparen, die man für die Zulassung eben ausgeben würde. Und daher kommt eben ein Teil dieser erwarteten Wachstumseffekte. Ich wollte noch einen kurzen Punkt sagen zu der Aussage, Zölle spielen keine Rolle mehr. Zölle sind in der Tat schon relativ niedrig, aber es gibt eben manche Bereiche, wo Zölle doch noch ziemlich hoch sind. Beispielsweise im Agrarbereich hat die EU einen durchschnittlichen Zoll von 14%. Und es gibt einzelne Produkte, zum Beispiel in den USA LKWs oder kleinere Trucks, die haben sehr, sehr hohe Zölle noch. Und auch andere Agrarprodukte mit teilweise 200-300%. Und durch das hohe Volumen, was wir miteinander handeln, hat auch der Abbau von diesen Zöllen einen relativ großen Effekt. Vielen Dank. Ihre Beispiele zur gegenseitigen Anerkennung von Standards sind mit solcher Umsicht gewählt, dass ich das Gefühl habe, ich verstehe. Also, ich möchte hier nicht in den Verdacht stehen bleiben, dass ich ein Gegner von internationalen Abkommen wäre. Ganz im Gegenteil. Es gibt eins, was ich nicht verstehe, dass es nicht seit Jahrzehnten bereits abgeschlossen ist. Und das hat sehr viel mit Wachstum zu tun. Ich wünsche mir dringend ein internationales Abkommen, was die Steueroasen kompliziert. Da sind nach vorsichtigen Schätzungen 30 Billionen Dollar, 24 Billionen Euro gebunkert und die fehlen für gesundes Wachstum. Denn es ist seit Drückverhavungsstudien in den 1940er Jahren bekannt, dass die Kraftreserven jeder Wirtschaft im untersten Einkommensdrittel liegen. Jeder Euro, der dahin fließt, schafft ein Vielfaches an wirtschaftlicher Aktivität gegenüber allen anderen Maßnahmen. Inequality is harmful for growth. Daran muss man sich erinnern. Und Drückwer Havemöe hat einen Nobelpreis gekriegt 1989. Diese These von Havemöe ist sozusagen granitharte, erprobte Ökonomie. Das beruht auf Studien über 150 Jahre Wirtschaftsgeschichte. Und deswegen, wenn man Wachstum will, sollte man sich an die guten Erfahrungen machen, die man mit Gleichheit gemacht hat, nämlich insbesondere im Deutschen Wirtschaftswunder. Das Deutsche Wirtschaftswunder wurde ausgelöst durch einen Spitzensteuersatz und jetzt sitzen Sie hoffentlich alle fest auf Ihren Stuhlen von 95%. Und diese Spitzensteuersätze wurden damals auch als Voraussetzung für eine funktionierende Demokratie gesehen. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass die Politik auf EU-Ebene, gerade bei internationalen Abkommen, sich an die simple Hausbauernregel hält, die Dinge so zu behandeln, dass man die Treppen von oben putzt. Was ist das Wichtigste? Das Wichtigste ist erstmal die internationale Steuerung.